Als letzten Redner möchte ich hier den Wolfgang Greulich, der Grüße und der damalige Kultur zusammen mit Peter Schiffmann und Samuel Egger. Bitte schön, Wolfgang Greulich, einen Applaus! Hallo Stuttgart! Ich weiß gar nicht, wer du da. Ach nein, fast geklopft. Herr Dr. Fichtner, Chapeau, ich weiß gar nicht, was ich anfügen soll. Normalerweise bin ich immer der, der sagt, das korrupte Drecksregime in Berlin muss weg. Ich habe hier Rede gehört und ich kann Ihnen sagen, ich hätte Ihnen noch viel mehr Ordnungsrufe gegeben, wenn Sie weiterreden hätten dürfen. Ja, das ist das, was denn fehlt im Landtag, was immer die Wahrheit sagt und die Lüge mal auf den Tisch bringt. Das ist doch beim Katzenland, da ist doch nicht mehr zu ertragen, was seit 9 Monaten hier mit uns gemacht wird. Und ich sage es euch, ich bin ein friedlicher Mensch. Ich bringe euch heute Abend Grüße mit von all denen, die ihr kennt. Der Bodo hat sie ausgeplaudert, ich war den ganzen Tag bei Michael, weil wir machen keine Winterpause, wir gehen nur nicht auf große Demos, weil wir haben genug davon, von dem Dreck, der in der Zeitung hinterher geschrieben wird. Das machen wir dann wieder, wenn es richtig ist. Aber die Veranstaltung heute Abend, das ist mit das Beste, was ich je erlebt habe. Und Gott sei Dank habe ich mich in meinem Auto gesetzt und bin da hergefahren. Und das mache ich wieder. Und ich gehe wieder nach Berlin zum Autokorso. Und am 8. fahre ich ins Sauerland. Ist mir scheißegal, wie weit die Strecke sind. Ich gehe so lang, bis die weg sind. Und bis alle die, die da oben stimmen, haben mich zuhören, wieder normal in der Gesellschaft sich bewegen dürfen. Und ich sage euch eins. Es sind so viele, die denken, das wird nicht zum Ende kommen. Das kommt jetzt dann schneller zum Ende, wie ihr glaubt. Denn so viele Menschen sitzen daheim und denken drüber nach, wie bringe ich meiner Familie, meine Mitarbeiter, meinem Chef bei, wie blöd ich war. Die haben nämlich jetzt daheim, das ist die Phase. Die Menschen sitzen daheim und überlegen sich, wie kriege ich meine Füße wieder auf mein eigenes Leben, ohne dass ich mein Gesicht komplett und ganz verliere. Und dafür sind wir da, wir werden sie aufnehmen. Aber nicht die, die mal die Spahn, Söder, Lauterbach reisen, die schaffen wir da nach, wo sie nachhören. Ja. Lebenslänglich hinter Gitter. Ja. Und unser alter Schullehrer Kretschmann mit seiner ganzen Vasalle im Landtag, die nehmen wir gleich mit, weil die habe ich gefressen, die gehen mir auf den Sack. Jawohl! So, das ist doch nicht mehr so viel. Und um so ein anständiges Denken zu haben, muss man in keiner Partei sein. Dazu muss man einfach nur ein Mensch sein. Dazu muss man das Herz und Recht der Fleck haben. Dazu muss man wissen, was Ehre ist, was Ehrlichkeit ist, was Demut, was Dankbarkeit ist. Und das ist doch, wenn ihr alle abhanden kommen. Alle! Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen gar nicht, wo anfangen und wo aufhören, wenn es dann so weit kommt. Was machen wir mit unseren Lehrern, mit unseren Schulleitern, mit unseren Kultusministern? Was machen wir mit den ganzen Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, Stadträten, Gemeinderäten, den ganzen feigen Menschen, die seit 9 Monaten, die meisten wissen nämlich ganz genau, was abgeht. Und ich sage euch was, genau, ich kann nicht Straßenfeger, sagt der Herr Dr. Fichtner, wir schicken sie zum Straßenkehren. Jetzt wäre der andere Job für mich. Das ist das erste Mal, Herr Dr. Fischer, dass ihr einen konkreten, guten Vorschlag hört, wie lassen wir mit denen machen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Weil viele von uns, und ich kann euch nur darum bitten, viele von uns werden hinterher getraut. Bleibt in der Ruhe, arbeitet an euch, macht das, was der Dr. Fischer auch gesagt hat, glaubt an das, was euch euer Herrgott sagt. Denn es wird die Zeit kommen, da werden wir neue Politiker brauchen. Wir werden neue Leute brauchen für die kommunale Verwaltung. Wir werden vieles reduzieren können, weil die Hälfte davon brauchen wir gar nicht. Die zahlen wir nämlich von der Arsch von unserem Geld und da haben wir unser Licht. Und es gibt so viele, die auch heute wieder nicht geschrieben haben. Wir müssen jetzt mal mit mehr Kraft und mehr Gewalt rein. Nein, eine friedliche Gesellschaft schafft man nur friedlich. Anders geht das nicht. Aber wenn wir heute Abend Gas geben, die Musik hat uns natürlich wach gemacht. Das ist ja auch der Sinn. Wir haben eine friedliche Gesellschaft machen. Wir haben keinen Bock auf das, was die jetzt seit Jahrzehnten mit uns machen. Weil das, was jetzt abgeht, haben sie seit Jahrzehnten vorbereitet. Der Herr Schwab mit seinem Weltwirtschaftsforum hat ja gesagt, in Davos werden wir jetzt den Great Reset präsentieren. Wisst ihr was, Herr Schwab, ihr Scheißdreck interessiert uns nicht. Wir wissen eh, was da drin steht. Wir werden den Great Reset von unserem Herrgott durchführen und jeder, der da mitmachen will,
der steht auch heute auf dem richtigen Platz, weil alles andere hat auf dieser Welt keinen Platz. Wir werden das in Deutschland beenden und es wird überschwappen auf die ganze Welt und am langen Ende werden wir friedliche Gesellschaft drücken. Und es wird jetzt schneller gegangen, als ihr glaubt, weil wir sind so dermaßen erzählt in Berlin, die sind so groß Erfolg bei uns. Der Friedemann Däblich hat gestern Abend auf WhatsApp gepostet, da machen sie LED-Leinwände nach, wenn wir nach Berlin einführen. 30.12., 31.12. Querdenker-Demo abgesagt. Ja, ihr könnt absagen, was ihr wollt. Wir tun, was wir wollen. Wir tun, was wir wollen. Und das tun wir nur, weil wir wissen, wie man mit Krankheit und Gesundheit umgeht, weil wir wissen, dass sie uns mit Corona seit 9 Monaten anlügen. Wenn das eine gefährliche Krankheit wäre wie Ebola oder Pest oder irgendwas, dann wären wir die Erste, die alle helfen würde oder nicht zum Demonstrieren gehen würde. Aber wir haben kein Problem, wir haben kein gesundheitliches Problem, wir haben ein politisches Problem. Ja, das nützt jetzt halt, wir können heute Abend nicht in 5 Minuten das aufholen, was wir in 40 Jahren nicht gesagt haben. Da hätten wir vor 10 Jahren auf die Straße gegangen müssen. Wir sind zu spät auf die Straße gegangen. Nein. Jetzt rede ich. Wir können das, könnte ich erlauben. Ich weiß, dass der typische deutsche Michel das nicht sagt. Der deutsche Michel war über alle Geschichten hinweg, wenn man sich die letzte 100 zurück bis zum Bauernparlament in Heilbronn verfolgt, der deutsche Michel war immer feig. Wir sind nicht feige, sonst wären wir nicht hier. Und das interessiert mich nicht, was Sie da oben in Ihre Häuser denken, mich interessiert, was ihr denkt. Weil wir werden diese neue Gesellschaft kreieren. Der Rest wird hinterherkommen, da werden sie auch wieder mitlaufen. Nur dann laufen sie friedlich mit. So, ihr seid alle dabei. Ich bin froh, dass ich die Ehre hatte, nach Ihnen heute Abend zu reden. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Wir machen jetzt noch ein bisschen fetzige Musik durch die Stadt und dann gehen wir alle friedlich heim. Und ich glaube, morgen treffen wir uns wieder. Jawohl! Schönen Abend, danke schön. Richtung Rote Bühne, darüber.